So, guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Neverwinter. Und dieses Mal, wie ihr seht, mit Facecam, die ihr da oben seht, und ich da. Deswegen gucke ich da bestimmt wieder mal rüber. Das kennen vielleicht einige von euch noch aus Euro Truck Simulator. Genau, da habe ich es gemacht. Und ja, ich will das jetzt mal ausprobieren, wie es so mit der Facecam hier jetzt insgesamt wirkt und kommt und ob das gut ist. Ich weiß es noch nicht. Ich muss nur ein bisschen gucken, dass ich mich jetzt hier nicht so hinter dem Mikrofon verstecke und irgendwann dann so hier immer weiter runterrutsche und dann irgendwann so spiele, weil so spiele ich dann privat letztendlich, ne, so. Hallo, da bin ich. Naja, egal. Aber darauf muss ich halt ein bisschen aufpassen, sonst ist das T-Shirt hier so ein bisschen verrückt. Und, nicht nur das T-Shirt ist verrückt, ich auch. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir hier machen müssen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal hier ein kleines Ründchen. Was steht da? Ich muss bei dem Monitor mal eben ein kleines Stückchen durchziehen. Die Schrift ist so klein in diesem Spiel. Feldwebel Creed von der Taverne zum gefallenen Turm treffen. Alles klar. Naja, wir folgen einfach mal hier unserer schönen Linie und legen direkt mal los. Ich hoffe, das passt alles. Das Mikrofon muss leider im Bild sein. Ich habe viele Möglichkeiten ausprobiert, um es da nicht drin zu haben. Aber ansonsten ist der Ton einfach zu creepy irgendwie. Dementsprechend müssen wir uns damit wenigstens abfinden. Und worauf ich auch hoffe, ist, dass jetzt nicht zu viele Hintergrundgeräusche kommen, weil man sieht es im Hintergrund. Da, ich habe das Fenster nämlich weit auf, weil es ist unglaublich warm hier auf einmal. Und ich will eigentlich nicht mit geschlossenem Fenster spielen. Und ich glaube, die Wohnung von gegenüber wird gerade renoviert. Das heißt, es könnte ein bisschen Baulärm sein. Und ich hoffe nicht. Baut jetzt nicht, Schweine. So, aber wir reisen erstmal. Und wir müssen hier ins Turmviertel. Piu. Auf geht's. Naja, hoffen wir, dass der Baulärm uns nicht zu sehr stört. Ich muss auch immer mal lauschen. Moment ist Ruhe. Gut. Ich höre das nämlich auch nicht, weil meine Kopfhörer so schön dicht sind, dass man eigentlich von draußen kaum was mitbekommt. Hallo, gefreiter irgendwas. Ich bin froh, euch zu sehen. Die Orks des, was? Vielfeilstammes drohen mit der Einnahme dieses Stadtteils. Und die Neverwinter-Wache könnte bei der Abwehr der Orks eure Hilfe gebrauchen. Wenn ihr Interesse habt, sprecht doch mit Fable Creed bei der Taverne zum gefallenen Turm. Danke für den Bericht, gefreiter. Danke für den Gefrichtbereiter. Nee, irgendwie nicht. So, hier irgendwo müssen wir hin. Da. Und wieso habe ich jetzt so das Gefühl, dass meine Nase verstopft ist? Seltsam. War die ganze Zeit gut. So, ja, hier, Quest abschließen. Viel Spaß. Danke, danke, danke. Wachen retten. Retten Sie 5 gefangene Wachen beim Anstieg zum, Baukienweg. Ich lese jetzt nicht mehr alles vor, sondern nur noch die Quest selber. Okay, und die Folter beenden. Töten Sie 25 Orks beim Anstieg, ne, auf diesen Weg. Südlich des gefallenen Turms. Okay. Dann gehen wir mal ein paar Orks killen. Hey, mal was Neues. Orks killen. Das habe ich ja noch nie in einem MMO erlebt. Da ist noch irgendwie ein Fragezeichen. Achso, ne, das war er. Geheilt sind wir. Kopfgeldverwalter. Kann man da jetzt... Oh, Kopfgeld. Sammeln Sie 5. Na, okay, machen wir doch. Laden. Hallo. Was hast du denn da? Ja. Uninteressant. Können wir uns sowieso nicht leisten, weil man irgendwelche seltsamen Punkte dafür braucht. Hier sieht es irgendwie ein bisschen kaputt aus, alles, würde ich mal behaupten. So, ich folge dir, du schön glänzender Pfad. Huch, Hilfe, Woody! Ich muss erstmal wieder ein bisschen mit den Tasten hier klarkommen, weil ich habe jetzt ja auch schon wieder eine Woche nicht gespielt und ihr das vielleicht ein bisschen mitbekommen habt, hat das jetzt ein bisschen länger gedauert alles, bis ich zu den nächsten Folgen kam, weil ich irgendwie mich vorher nicht in der Lage dazu gefühlt habe, hier mit Facecam aufzunehmen. Ich bin auch extra für euch nur mal zum Friseur gerannt, also nicht extra nur, aber unter anderem auch dafür, dass ich dann nicht mehr ganz so zottelig aussehe. Ich bin so ein Mensch, ich vermeide es, mal zum Friseur zu gehen irgendwie. Aber na egal, das ist ein anderes Thema. So, jetzt haben wir hier schon die ersten Orks umgenietet, aber die waren gar nicht wesentlich für unsere Quest. Sondern wir müssen die da killen und ich glaube, hier konnte ich mich ranporten. Genau. Yay! Boah, die geben mir aber ordentlich auf der Mütze hier. Meine Güte, die halten uns aus. Wo kommt denn der her? Achso, das ist eine gefangene Wache. Ja, ja, ich helfe dir gleich. Moment. Erstmal looten. Looten ist wichtiger. Das war Geld. Hallo. So, wie viele müssen wir davon dann befreien? Achso, 5. Hui, zack.
helfen wir dem mal. Ist ja auch nur ein kleiner Heiler, der kann ja auch nicht so viel. So, ein bisschen Geld. So, da ist die Aufnahme gerade kurz abgebrochen, weil sich eins meiner Programme auf einmal wieder nach vorne gesetzt hat. Jetzt müssen sich die Frames bloß nochmal fangen. Geh weg. Was willst du von mir? Geht doch. Wenn das jetzt öfter passiert, dann muss ich mir ehrlich mal was überlegen, weil das ist ja letztens in Minecraft auch schon passiert. Und das finde ich irgendwie gar nicht cool, muss ich mal so ehrlich sagen. Und irgendwie will meine Maus jetzt gerade nicht mehr. Warum nicht? Hä? Hä? Hilfe! Warum nicht? Was ist denn mit meiner Maus jetzt los? Ich kann keinen Auto-Hits mehr machen. Hä, was? Da funktioniert sie. Aha, jetzt geht sie wieder. Schön. Fast tot. Ihr wurdet im Kampf besiegt. Schiff da eins. Hilfe! Hilfe! Ja, jetzt? Nein? Okay. Letzten Einstiegspunkt, okay. Ja, toll. So funktioniert das denn jetzt wenigstens alles wieder. Ja, jetzt kann ich wieder zuhauen. Ach, so ein Scheiß, ey. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge im Leben, ne? Und dieses Bierprogramm ist so lästig, das setzt sich einfach immer mal dazwischen. Ich hasse es. Scheißteil. So, egal. Weiter geht's und jetzt erstmal wieder dahin latschen. Danke. Weiter, weiter, weiter. So, da sind wir. Was ist denn das jetzt mit dieser leichten Verletzung eigentlich? Das habe ich jetzt... Aha, aha, aha. Vermindert stark den ausgeteilten Schaden. Wie kann ich das wieder regenerieren? Geht das irgendwann weg? Kann man das heilen? Alles komisch. Achso, das sind diese Insignien, die man hier, glaube ich, auch eintauschen kann, oder? Sah zumindest so aus. Hey, hallo. Nein, will ich nicht in eine Gruppe einladen. Jetzt befreit sie den. Ein bisschen laut hier auf einmal. So, einmal hinter die Porten. Uiuiui. Bams. Ich habe wirklich sehr viel weniger Schaden, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wann das wieder weggeht, beziehungsweise ob es überhaupt irgendwann weggeht. Irgendwann sollte sich das ja mal gegenheilen, ne? Ah, da steht noch ein Gefangener rum und hier ist noch ein bisschen Geld. Yay. So, du bist frei, lauf. Ich glaube, wir helfen hier mal kurz. Oh, Mist, falsche Taste. So. Das Geld nehmen wir mal mit. Jetzt? Aha. Er hat schon den nächsten gefunden. Ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit hier hinter den herlaufen, deswegen renne ich jetzt einfach mal ein Stückchen an dem vorbei. Kampf erprobter Ort. Na, ganz toll. Oh, der da brennt erstmal schön. Ja, renn nochmal das Feuer. Ah, Hilfe. Ich soll mal einen Heiltrank schlucken hier. Hauen aber auch einen Schaden raus, meine Güte. Zack. Und weg ist er. Und er auch. Gut. Haben wir noch einen Heal-Trank? Heal-Trank. Yay. Alter, wie schnell der an mir ist, bitte. Na komm, jetzt verreck doch mal kurz. Danke. Der Schaden von dir ist echt unnormal. Oh, ich habe irgendeine epische Albtraumschatzlade gefunden. Wahrscheinlich ist es wieder sowas, was ich nicht öffnen darf, oder? Moment. Benötigt diese einen verzauberten Schlüssel. Diese Kiste. Zudem. Müsste öffnen. Ja, natürlich muss ich sowas jetzt kaufen. Das war ja fast klar. Also eben nicht, ne?
Ich finde sowas immer blöd. Da droppt dann irgendwas, man freut sich darüber und dann ist es auch wieder nur so ein Scheiß. Alter! Nicht so viele auf einmal, bitte. Moment. Wow, raus da. Alter, hab ich mir jetzt aber was zusammengeangelt hier. Hilfe. Oh mein Gott. Oh fuck. Ich glaube, ich muss erstmal versuchen, irgendwie diesen scheiß Gegend zu heilen. Weil sonst passt das mit dem Damage einfach überhaupt nicht. Ah, Stress. Das war ein bisschen anstrengend. Da liegt noch was. Das nehmen wir noch mit. Hier ist auch noch ein bisschen Geld. Und dann erstmal hier den Gefangenen. Wir versuchen jetzt mal die Quest noch eben so zu machen. So. Und dann schauen wir mal, dass wir hier uns gleich was Neues holen können. Also beziehungsweise dann oben das Zeug einmal entgegenrecken können oder was weiß ich. Wie kriegt man das denn weg? Das steht hier auch irgendwo irgendwie nicht, ne? Kleine Armverletzung vermindert stark den ausgeteilten Schaden. Das ist doch nur eine kleine Verletzung. Ja. Na gut. Okay. Und guck, schauen, was wir hier so haben. Ja, Stufe 10. Hier können wir wieder ein bisschen Zeug identifizieren. Identifiziere mal. Anlegen nicht möglich. Also wir machen das mal erst mit Stufe 10, die wir ja auch gleich haben. Oh, ich glaube, da fasse ich mal eben mit an. Einfach weil ich so nett bin. Was ist das? Kann man da irgendwas machen? Nein. Bevor wir irgendwelche Leute sterben lassen, helfen wir doch lieber mal ein Stückchen. Was haben wir da? Was bist du? Aha. So, hier sind schon wieder die nächsten Orks. Wird Zeit, dass wir uns unsichtbar machen können irgendwie. Ich glaube, dann wird der Schurk hier auch nochmal so ein richtiges Stückchen geiler. Und weg. Und da kommt schon die nächsten. Na jetzt, stirb. Genau. Einmal hinter den Wolf porten und... Wie bin du? Nein! Ui. So, das haben wir erfüllt, okay. Was fehlt dann noch? 5 Gefangene befreien. Achso, ein Gefangener fehlt noch. Ich bin schon wieder fast am Arsch hier. Das ist echt schlimm. Einen Gefangenen brauchen wir noch. Steht da einer? Da steht einer tatsächlich. Dann holen wir uns den mal. Dann sind wir hier nämlich gleich durch mit den Quests. Und dann müssen wir erstmal irgendwie rausfinden, wie wir diese Scheiße, sage ich mal, dagegen heilen können. Leichte Armverletzungen sind jetzt irgendwie ätzend. Achso, ich befreie den mal lieber erst, bevor jetzt hier irgendein anderer ankommt. So, okay. Alles klar. Da ist noch ein Heiltrank, die können wir auch gut gebrauchen. Und eine Stammesfeder haben wir auch noch. Also jetzt einmal zurück. Wird das am besten mit so wenig wie möglich. Pull. Hat gut geklappt. So, die hauen echt einen Damage raus. Das ist echt nicht feierlich. Ja, klar. So wenig wie möglich Pull, wie gesagt, ne? Und da kommen schon die nächsten. Das ist hier viel. Alter Vater. Das reicht's aber langsam. Muss mich echt ein bisschen konzentrieren. Sorry, dass ich gerade so wenig erzähle, aber irgendwie... Kriege ich hier gerade ordentlich einen auf den Kopf. Ah, Vorsicht, ich komme. Ah, hier. So. Die Kettenrüstung. Das noch. Das noch.
Strich? Da, danke. Stückig. Mein natürlich glitzernde Linie des richtigen Pfades. Oder so. Alter! Was ist denn hier los? Das ist ja echt schlimm. So, Moment. Machen wir das nochmal. Aber so richtig Damage fährt das auch nicht, aber wenigstens doch alle. Jetzt. Aber mal weg mit euch hier. Na, komm, stirb, jetzt, endlich. Uah. Sollte eigentlich auf den anderen gehen, aber egal. Boah. Echt fies hier. So, also schnell abgeben, dann haben wir zum einen erstmal die Stufe 10 und zum anderen muss ich diese Armverletzung gegenheilen. Kann man das eigentlich irgendwo einsehen? Maximale Trefferpunkte, aha. Ausrüstungswert, kritische Treffer, Kraft. Ja. Nein, kann man nicht. Also, ich sehe zumindest nichts. Na gut. Verschwindet das dann nach einer Zeit oder muss ich jetzt irgendwas kaufen? Oder ich habe keine Ahnung. Bin ja noch nie gestorben hier drin, also das war gerade mein allererster Tod. Ja, yeah, geil. Total cool. Feldwebel, komm, sprich mit mir. So, hier, ich habe deine Wachen gerettet. Yay, Stufe 10. Und ich habe das hier auch gemacht. Eine verlorene Nachricht. Suchen Sie nach verlorenen Nachrichten einer Kuriertasche beim Gebiet zwischen. Ja, okay. Bringen Sie. Alles klar. Machen wir.